Nach Ablauf der ersten Hälfte der Legislaturperiode werden die Vorsitzenden der Ausschüsse neu bestimmt. Der nordrhein-westfälische Europaabgeordnete Herbert Reul leitete in den letzten 2,5 Jahren den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Heute zieht er Bilanz über die Herausforderungen und das Erreichte in dieser Zeit. Herr Reul, Sie waren angetreten, um in Ihrer Zeit als Ausschussvorsitzender den Schwerpunkt mehr auf die Industrie zu legen. Wie ist Ihnen das gelungen? Also ich glaube, es ist dadurch gelungen, dass wir einfach mehr Vertreter aus der Wirtschaft und auch mehr Vertreter aus der Wissenschaft eingeladen haben, die uns ein Stück erklärt haben, welche Chancen, welche Potenziale eigentlich in einer industriellen Entwicklung für Europa stecken. Und natürlich hatten wir auch ein Stückchen Glück, weil die Zeit der großen Krise, der Bankenkrise dazu geführt hat, dass alle eine höhere Sensibilität dafür bekommen haben, dass ohne Industrie wirtschaftliche Entwicklung eben nicht funktioniert. Gibt es in dieser Zeit etwas, was Sie besonders überrascht hat? Ja, es war, glaube ich, nicht einfach, aber dann doch am Ende möglich, dass man auch zwischen den verschiedenen politischen Meinungen, wenn man sich Zeit genug nimmt, auch durchaus Konsense erzielen kann. Also natürlich bleiben politische Unterschiede, das ist ja auch richtig so. Ich finde, die müssen auch deutlich werden. Aber es gelang uns schon an der einen oder anderen Stelle schon mal von der Ebene der, ich sag mal, ich hatte einen Traum, runterzukommen zu einer Ebene von mehr Sachgerechtigkeit und Vernunft. Und ich glaube, das ist für die europäische Politik von größter Bedeutung, dass die Leute spüren, dass wir da nicht irgendwelche Träumereien nachjagen, sondern dass wir realistische und zwar für sie nützliche politische Entscheidungen treffen. Haben Sie da was Besonderes im Hinterkopf? Was hat Ihnen denn besonders gefallen oder woran denken Sie da im Besonderen? Also wenn ich daran denke, wie lange es gedauert hat, aber wie erfolgreich es auch war, so die Sensibilität für die Potenziale von Innovation und Forschung zu wecken, dass wir jetzt so weit sind, die große neue Forschungspolitik zu beraten, auf der Grundlage von doch politischem Konsens, dass wir es effektiver, wirksamer machen müssen, dass wir schnellere Entscheidungsprozesse brauchen, dass wir auch ein bisschen mehr Bereitschaft zum Risiko haben, aber dass wir die Chancen, die in Innovationen für Europa stecken, viel, viel mehr nutzen, dann, glaube ich, ist das ein Beispiel. Was bleibt denn von Reul? Das wird man schwer beurteilen. Ich habe das ja auch nicht gemacht, um Denkmäler zu bauen, sondern einfach, um ein Stück die Arbeitsweise zu verändern. Also vorher zu gucken, was sind die Wirkungen von politischen Entscheidungen. Bevor wir politische Entscheidungen getroffen haben, Gesetzgebung gemacht haben, immer zu gucken, wie waren denn die Impact Assessment? Also was kann denn die Auswirkung von dem sein, was wir machen? Mhm. Damit man vielleicht nicht so leichtfertig entscheidet, sondern sorgfältiger auch abwägt, ist das, was man da erreichen will, wirklich auch die Wirkung, die man beabsichtigt hat. Und das Potenzial in Europa ist gigantisch dafür. Herr Reul, herzlichen Dank. Bedanke mich.